meine Damen und Herren, Beatrice Richter und Dieter Krebs. Kumpelbürger und Genossen, hey, Tanten und Verwandten, Papa, lass den Abwasch sein, Mama, schick den Hausfreund heim. Sketch ab, Rad ab, Hut ab, Bart ab, Kopf ab, Knopf ab. Sketch ab. Opa, klapp dem Playboy zu. Oma, lass den Schnaps in Ruhe. Fritzchen, mach beim Nachbarn Krach. Klein Erna, brüll den Onkel wach. Sketch ab, Rad ab, Hut ab, Bart ab, Kopf ab, Knopf ab. Pfeift die Dussis von der Matte, hackt den Köter in das Eis. Die Katzen sind schon heiß. Polente steckt den Knüppel ein. Der Chef lässt Knüppel gerade sein. Das Kolger legt den Hörer nieder. Es hüpft die Schwester aus dem Blinden. Das war noch nie da. Sketch ab, Hut ab, Bart ab, Make-up, Ton ab, Film ab. Bier und Nüsschen stehen bereit, jetzt wird allerhöchste Zeit. Brillen auf, wir sind da, hier kommt das Chaos, wunderbar. Sketch up! Guten Abend. Jetzt gibt's mir fest schon, ein bisschen fleißig, heute Abend sehen wir uns wieder, gell? So kann sie doch nicht fortgehen. Du hast schon wieder dein Passport vergessen. So, ein Cola bitte. Fräulein Lilly. Was gibt's denn? Weißt du, dass ich seit 3 Wochen jede Mittagspause und jeden Abend hier reinkomme? Nur um dich zu sehen. Ja, ich weiß. Sonst noch was? Geh doch mal mit mir aus. Ins Kino oder so. Du gehst mir ganz schön auf die Nerven. Bitte, bitte, bitte. Im Donnerwetter nein. Ich habe noch andere Sachen zu tun, siehst du doch. Bitte sehr. Ein Whisky, Süße. Einen heißen Hintern hast du. Lass mal ein Lachsbrötchen rüberwachsen. Bitte. Dann schreibst du hier deine Telefonnummer auf. Fräulein Lilly? Ja? Darf ich dich mal was fragen? Meinetwegen. Was hat denn dieser schleimige Typ da drüben, was ich nicht hab? Ein Whisky, ein Lachsbrötchen und eine falsche Telefonnummer. Nee, Frau Müller, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber Herr Doktor, ich habe meine ganzen Medikamente genommen. Was soll ich denn sonst noch tun? Die Medikamente alleine, die bringen es nicht. Die bringen es nicht. Medikamente zum Beispiel. Ich habe hier Ihren neuesten Leber- und Nierenbefund. Wenn man Ihre Leber auskochen würde, das gäbe einen prima Scotch. Frau Müller, das sieht ganz gefährlich aus. Wenn Sie nicht jeden Tropfen Alkohol meiden, dann kann ich für nichts mehr garantieren. Herr Doktor, ich versuch's ja schon immer. Erst will man nur ein ganz klitzekleines Schlückchen und mit einem Mal ist die ganze Flasche leer. Der Alkohol ist nicht zu unterschätzen. Sie müssen aufhören damit. Sonst, ich meine, ich kann Ihnen da einen Tipp geben. Bitte, Herr Doktor, bitte.
Ich hab ja früher auch mal gerne einen gezischt. Das will ich gar nicht leugnen. Nur dann hab ich mir gesagt, Dagobert, jetzt ist Schluss. Und habe das größere Übel gegen das kleinere getauscht und zur Pfeife gegriffen. Seitdem habe ich keine Probleme mehr mit dem Alkohol. Zur Pfeife? Oh, Herr Doktor, da bin ich Ihnen wirklich sehr, sehr dankbar. Was hätte ich ohne Sie gemacht? Ja, nun, gehen Sie mal raus. Lassen Sie sich einen Termin geben für die nächste Woche. Und Frau Müller, bitte bleiben Sie mir trocken. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Und vielen Dank. Ja, ja, der Alkohol. Der nächste, bitte. Sehr gut, ihr könnt's Putzen gut gebrauchen. Hallo! Was ist denn noch? Ich finde das sehr schön, dass Sie die Fenster putzen, aber deswegen habe ich noch lange keine Lust, mich mit Ihnen zu unterhalten. Was heißt denn hier Fenster putzen? Was machen Sie denn sonst da draußen? Ich häng da oben fest. Na, was für ein Glück. So ein Sturz vom vierten Stock, das kann übel ausgehen. Ach, Sie haben mich falsch verstanden. Ich hab mich im Baum verhakt. Haben Sie mich etwa beim Ausziehen beobachtet? Ach, was? Außerdem waren die Vorhänge doch zu. Na, was für ein Glück. Und was wollen Sie eigentlich von mir? Ich bin Fallschirmspringer. Also, es war so ein Übungsspringen und, der Wind, der hat mich leider etwas weggetrieben und nun hänge ich hier seit sechs. Seit sechs? Ja. Mein Gott, das sind ja zwei, ist ja schon neun. Ja, aber bei Ihnen hat sich ja hier nichts gerührt. Aber ich bin doch schon seit einer halben Stunde. Ja, hat sich so angehört, als wenn Sie geduscht hätten und da wollte ich ja auch nicht unbedingt reinplatzen. Wie rücksichtsvoll. Das ist ja schließlich, wie man Damen behandelt. Und das sagt die ganze Welt, es gäbe keine Kavaliere mehr. Und dabei fallen sie vom Himmel. Ja, sozusagen. Sind Sie verheiratet? Was geht denn Sie das an? Meine Lage ist im Moment etwas misslich und ich... Ach Gott, selbstverständlich, ich verstehe. Mein Gott, Sie müssen mich ja für ein Monster halten. Ich rede und rede. Mein Gott, Sie müssen ja überall schon ganz steif sein. Ich schneide jetzt ab. Egel. Keine großen Worte. Hauptsache, es ist noch mal alles gut gegangen. Hubert Engel. Sie machen Ihrem Namen alle Ehre, wenn man bedenkt, woher Sie kommen. Also, wenn Sie mich nicht ernst nehmen, dann kann ich auch wieder gehen. Oh, sag mir doch keine Mimose. Wo wollen Sie denn hin? Sie sind ja komplett durchgefroren. Drei Stunden. Es ist ja schließlich nicht warm draußen. Hm? Nein, eher kalt. Wollen Sie nicht ein heißes Bad nehmen? Oh. Legen Sie sich ein bisschen auf das Bett. Ich decke Sie zu, das wird Sie erwärmen. Ja, aber ich kann mich doch nicht mit den Klamotten aufs Bett... Und da ziehen Sie sie aus. Haben Sie sich nicht so. So, das wird Ihnen gut tun. Machen Sie schon. Keine Angst, ich schaue nicht hin. Das wird Sie aufheizen. Ziehen Sie die Hose aus. Genieren Sie sich nicht. Husch, husch ins Körbchen. Und jetzt runter damit. Jetzt will ich sie ein bisschen heiß machen.
Übrigens, ich heiße Uschi. Nein! Das geht alles zu schnell, viel zu schnell. Jetzt sind wir schon seit 10 Jahren verheiratet und du machst es immer noch zu schnell. Das kann ich nicht mehr. Ja, schade, dass wir uns erst gegen Ende des Urlaubs kennenlernen. Hm? Hm. Ich habe schon eine Menge darüber gehört, wie du im Bett bist. Ach. Das ist nichts Besonderes. Genau das habe ich auch gehört. Sie, bitte, wenn ich Sie darauf aufmerksam machen möchte, ja, dass... Gut, was? Na? Und wie ist das? Sind Sie verrückt geworden? Wieso? Das ist doch ungeheuerlich, was Sie hier veranstalten. Also jetzt schlägt's aber 13. Sie haben mir doch empfohlen, wild zu essen. Herr Kollege, was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, als Sie unsere Freunde im Osten und im Westen und auf dem Lande als hochkarätige Haderlumpen nicht nur bezeichnet, sondern auch beschimpft haben? Den Schaden, den Sie ganz alleine veranstaltet haben, den werden Sie und abermal Sie auch alleine wieder ausbügeln. Und ich möchte an dieser Stelle auch dem Kollegen von der Opposition ein Wort mit auf den Weg geben. Sie möchten den Paragraphen 428 ändern. Schön und gut, ja. Und wollen dabei sogar bis zum Bundesschlachthof gehen. Schön und gut. Nur müssen Sie hinterher den Wählern erzählen, die ihre Stimmen an Sie verschleudert haben, warum Sie das erst so spät getan haben. Und dann werden wir ja sehen, ob Sie die Frechheit haben, so zu lügen, wie wir das schon lange können. Die Vergangenheit ist vorbei. Aber wer immer noch in den Denkmustern von damals verharrt, der wird hier weder das linke noch das rechte Bein auf den Boden der Tatsachen bekommen. Im Gegenteil, nur über meine Leiche. Ich war selber dabei, als wir mit diesen unseren Händen dafür gekämpft haben, was wir heute davon haben. Und das lasse ich mir von keinem, von niemand madig machen, sei er noch so dahergelaufen. Nein, im Moment keine Zwischenfragen. Mit diesem Zwischenruf habe ich gerechnet und er kann ja auch nur wie immer aus dieser Ecke kommen. Hallo, Telefon. Pullmann. Oh. Jawohl, Herr Bundeskanzler. Ich bin in 5 Minuten bei Ihnen. Ja? In der Tiefgarage. Guten Tag. Guten Tag. Ah ja, Sie sind Emilie Walter. Ja. Frau Walter, Sie sind die... Haushälterin... Fräulein Walter, bitte.
Bitte? Fräulein Walter. Fräulein Walter, natürlich. Sie sind die Haushälterin von Konsul Wolf und haben diese ganze Geiselnahme ja quasi an eigenen Leibe miterlebt. Ja, das war wirklich furchtbar. Ja, nun ist aber alles vorbei. Beruhigen Sie sich mal, komm hier rein. So, setzen Sie sich da auf den Stuhl. Kann ich das? Das Täschchen tun wir dahin. So, und nun erzählen Sie mir mal, was sich in der besagten Nacht in dem Haus von Konsul Wolf zugetragen hat. Ja, nun also, zum Abendessen soll es ja nun Schweinenacken geben, ne? Das hat die Frau Konsul besonders gern. Wissen Sie, Frau Konsul meint, ich bereite den besten Schweinenacken von der Welt zu. Aber das sagt die natürlich nur so. Ja, und was war denn nun mit den Geiselnehmern? Nun, ich bin dann ins Speisezimmer gegangen und da standen die mit ihren riesigen Pistolen und sagten, Muttchen, wenn du schreist, dann legen wir dich um. Und dann? Dann habe ich natürlich einen riesen Schrecken gekriegt. Aber ich habe mir ja nicht getraut, irgendwas zu sagen. Und dann haben die mich in den Sessel gedrückt. Und dann? Dann hat einer von den Bösewichten in den Schweinenacken gebissen. Fräulein Walter, in Ihrem Hause waren 4 Schwerverbrecher. Die werden doch wohl noch was Schlimmeres getan haben. Ja, die wollten den Smog. Und den Rembrandt im Schlafzimmer. Rembrandt? Wieso? Waren die denn zu 5? Nein, die waren zu 4. Fräulein Walter, als die Kollegen von der Mordkommission dort eintrafen, da fanden sie 4 erschossene Gangster. Das Ehepaar Wolf liegt ja noch in Schock. Und Sie sind die Einzige, die über den Hergang was aussagen kann. Und das bitte ich Sie jetzt mal ganz, ganz, ganz genau zu tun. Ja, also der Lümmel, der in den Schweinenacken gebissen hat, der hat dann ganz plötzlich die Füße auf den Tisch gelegt und ist einfach weggedöst, während der andere den Smuck eingepackt hat. Und da hab ich ganz plötzlich die Pistolette von dem Mann auf dem Tisch gesehen, hab sie ganz schnell gepackt und dann ist der Mann aufgestanden und hat zu mir gesagt, Muttchen, gib mir die Puste. Und da hab ich's plötzlich mit der Angst gekriegt. Aua! Hey. Aufwachen, Herr Wachtmeister. Was ist denn hier passiert? Wissen Sie, es war so, weil ich doch so eine Angst hatte, habe ich... Polizeipräsident. Herr Wachtmeister, Sie will doch nicht betrunken sein. Freund zusammen. Was ist denn hier los? Tja, also, das war so. Also, meine Herren, das ist nun auch nicht das richtige Benehmen, wenn eine Dame im Raum ist. Moin, Kollegen. Bring die Akten von der Wasserschutz. Polizei. Ist Ihnen nicht gut? Nein. Ich will gar nicht erst wissen, wie das hier alles entstanden ist, aber... Gott sei Dank, ich bin ja nur noch am Erzählen, wie das alles war. Aber jetzt muss ich nach Hause. Sie bis dann. Herr Oberinspektor, ach, können Sie mir mal wohl ein Taxi bestellen? Allein fürchte ich mich so. Man ist ja heutzutage seines Lebens nicht mehr sicher. Darf man vorgehen?
Auf Wiedersehen, meine Herren. Nun, Dr. Schulz, und nun zum Schluss zu unserem Assoziationstest. Platz. Wir werden doch mal prüfen, ob irgendwelche Veränderungen eingetreten sind. Ich sage Ihnen wieder ein Wort und Sie reagieren spontan mit dem Nächstbesten, was Ihnen darauf einfällt. Okay? Körbchen. Postbote. Herrchen. Tja, wie gehabt. Sie sind ein schwerer Fall. Nicht ins Körbchen, Herr Doktor. Und Sie sind also nach wie vor der Meinung, dass Hunde Ihrem Psychiater nicht die Rechnung zahlen müssen? Dann gibt es ab sofort während der Behandlung keinen Imbiss mehr. So, Isabelle, du kleine Zuckerschnüss, das ist mein Reich. Schön ist es hier, Jupp. Ja, ne? So, dann setz dich da mal schön in den Sessel. So, wir wollen es ja nicht so spannend machen, ne? Du weißt ja, warum wir hier sind, oder? Ich soll beweisen, dass ich dich liebe, Jupp. Genau. Und deshalb werde ich dich jetzt der Tellschen Prüfung unterziehen. Und nur wenn du mich richtig liebe tust, dann wirst du dir auch bestehen. Ja, Jupp. So, dann wollen wir mal. Nein! So, Rosi, meine kleine Farbkasten, das ist meine Reich. Ein super Schuppen hast, Alter. Das tönt ja wie der Teufel. Affengeil, sag ich. Affengeil. Ja, jetzt setz dich mal da in den Sessel. So, wir wollen das ja nicht so spannend machen. Du weißt ja, warum wir hier sind, oder? Eine geile Masche hast, Juppe. Da geht der Punk ab. Ein absolut stranges Feeling. Genau, und deswegen werde ich dich jetzt der Tellschen Prüfung unterziehen. Und wenn du mich richtig lieben tust, dann bestehst du die auch. Logo, Juppe. So, dann wollen wir mal. Was willst du jetzt mit dem Logo, Juppe? Lass mal den Apfel vom Kopf dübeln. Das finde ich ganz und gar nicht komisch. Ich will ja nicht uncool sein. Aber jetzt einen Kreis zu ziehen, ist durchaus angesagt. Pfiat ihn auch hat. So, Frau Gräfin, das ist mein Reich. Herzlich willkommen. Schön ist es hier. Ja, nicht? Jetzt setzen Sie sich da mal in den Sessel. Wir wollen es ja nicht so spannend machen. Sie wissen ja, warum wir hier sind. Oder? Ihr hegt Zweifel an der Aufrichtigkeit meiner Liebe, Josef. Und deshalb wollt ihr mich prüfen. Richtig. Ich werde Sie jetzt der Tellschen Prüfung unterziehen. Und wenn Sie mich richtig lieben tun, dann bestehen Sie die auch. Ich liebe euch, Josef. Und deshalb werde ich vor euren Augen die Prüfung bestehen. Ja, dann wollen wir mal. Also, noch können Sie gehen. Ich wäre Ihnen auch nicht böse, Frau Gräfin. Meine Liebe zu euch, Josef, ist so rein wie eine frisch erblühte Rose. Rein genug, um jeder Prüfung standzuhalten. Das ist Ihre letzte Chance, hier rauszukommen, Frau Gräfin. Ich bleibe, Josef. Bitte schön. Endlich habe ich die Frau meines Lebens getroffen. Und wie? So. So, liebe Zuschauer, das wär's für heute. Wir sagen vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wenn Sie aus Versehen zu spät eingeschaltet haben, dann machen Sie sich nichts daraus.
Sie wissen doch, wir haben hier in der Bundesrepublik das beste Fernsehprogramm der Welt. Deshalb wird es auch ununterbrochen wiederholt. Wir würden uns aber trotzdem freuen, Sie beim nächsten SketchUp von Anfang an wieder dabei zu haben. Dieter! Ja? Ich möchte mich wirklich mal bei dir bedanken. Wofür? Du, also, ich finde es wirklich großartig, wie du in den, selbst in den heikelsten Szenen immer eine vornehme, ritterliche Distanz bewahrt hast. Finde ich toll. Findet man nicht bei jedem Kollegen wirklich? Na, selbstverständlich. So wie du heute wieder nach Knoblauch riechst. Sag, sag, gute Nacht, Dieter. Gute Nacht, Dieter. Ich möchte eine Anzeige aufgeben. Ich suche eine Frau. Einspaltig oder zweispaltig? Gibt's das?